Ja, wir schreiten voran und ich freue mich sehr, euch jetzt den Walid vorzustellen. Walid, du bist ein ganz treuer Weggefährte, wie ich finde. Du warst auf ganz vielen unserer Veranstaltungen in den letzten Jahren und deswegen freue ich mich jetzt heute umso mehr, dass du heute auch einen Beitrag machst. Danke. Du hast anlässlich deines Sohnes Berufseinstiegs hast du einen Artikel geschrieben, Why Change? Steht schon hier. Also Reflexionen zu Fragen von, warum eigentlich Veränderung, wie Veränderung, was hat es mit Learning Culture zu tun, was hat es mit Vereinbaren von Privatem und Beruflichem zu tun. Dein Sohn ist in ein Startup eingestiegen, wie du mir erzählt hast, also auch eine ganz eigene Welt. Und dazu hast du dir ein paar Gedanken gemacht, hast es in einem Artikel veröffentlicht und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Du hast gesagt, könntest du dir vorstellen, da ein paar Gedanken zu teilen. So ist es auch gedacht, ein kleiner Impuls, ein paar Gedankenreflexionen, die du mit uns teilen möchtest. Zu deinem beruflichen Hintergrund, du bist International Sales and Marketing Manager bei Stabilo und stellst uns jetzt einfach aber deine Gedanken vor, die du dir gemacht hast. Also vielen Dank, dass du hier bist. Wir freuen uns auf deinen Impuls. Danke dir, Thorsten. Jetzt? Ja. Vielen Dank. Also ich habe eine Präsentation über Veränderung gemacht. Ist das zu laut? Gut. Und das war eine Selbstreflexion über, was ich gelernt habe bei ISB und was ich praktiziert habe in den letzten Jahren. Und Anlass auch war Michael Einstieg in einem Startup. Da habe ich gedacht, oh, ich habe nur bei Firmen, die waren über 100 Jahre alt, gearbeitet und mein Sohn geht jetzt am Startup. Und da kamen einige Gedanken. Und ich habe auch meine Gedanken mitgeteilt mit unseren Kunden. Ich bin im internationalen Vertrieb tätig bei Stabilo und ich teile jedes Jahr einige Gedanken, die unsere Kunden helfen, weiter fit zu bleiben. Und die Kunden waren von Indien bis Amerika. Und so ist entstanden. So, das ist kein OE-Projekt, das ist mehr eine Selbstreflexion-Initiative über Sachen, die ich gemacht habe. Kurze Vorstellung, nach dem Drei-Welten-Modell von ISB. Bei Stabilo bin ich jetzt 18 Jahre und 6 Tage. Ich weiß genau, weil ich bin an meinem Geburtstag gekommen, am 30. April. Und das war letzte Woche so. Und ich habe Wirtschaft studiert und letztes Jahr habe ich ISB-Weiterbildung abgeschlossen. Privat habe ich 2 erwachsene Söhne, bin ich verheiratet und verbringe ich viel Zeit auf dem Rennrad und Wachstumideen interessieren mich. Deswegen, ich glaube, ISB war eine sehr schöne Ergänzung für mich. Ich komme aus dem Libanon, ist bekannt von den Zedern. Und das Land war als die Schweiz des Nahosten. Und Beirut war Paris des Orients. Es war so, noch ein bisschen ist geblieben. Und in den 60er, Libanon war ein reiches Land. Also Kapitaleinlage war Nummer 4 in den 60er. Nicht gut aufgeteilt, aber trotzdem, das Land war in eine gute Lage. Und dann, 1975, gab der Bürgerkrieg. Und das hat viel Leid verursacht. Und das Land ist in eine Abwärtsspirale gegangen. 2019, das Land war pleite. So, das ist ein bisschen ein Hintergrund über Libanon, aber durch meine Auswanderung habe ich oft beobachtet, Länder, Organisationen und Individuen. Wie verhalten sie sich? Wer geht in eine Abwärtsspirale? Wer geht in eine Aufwärtsspirale? Was kann man tun, um das zu vermeiden? Und in meiner internationalen Tätigkeit könnte ich auch
oft das beobachten. Und ich sah oft Parallele zwischen Nationen, Organisationen und Individuen. Und auch als mein Sohn eingestiegen in einem Start-up, dachte ich, wie sicher ist das? Und kam die Idee für mich, wer lebt länger oder wer hat eine längere Lebensdauer? Firmen oder Individuum? Was denkt ihr? Ja, stimmt. Individuum, also die Firmen, das ist Standard & Poor's, die Firmen in den 60er hatten eine Lebensdauer über 30 Jahre und jetzt in 2020 21 Jahre. Und normalerweise sind die Firmen, wenn sie nicht mehr existieren, sie sind übernommen, sie haben keinen Nachfolger oder sie gehen pleite. Und wenn sie pleite gehen, ein Grund ist ihre Unfähigkeit, sich an die Umgebung anzupassen. Und so dachte ich, es ist eigentlich, Organisationen sind wie ein Organismus. Also Organisation ist eine Sammlung von Organismus. Und dann kam das Zitat von Charles Darwin, ich muss das auf Deutsch lesen, nicht die Stärkste überlebt, auch nicht die Intelligenteste, sondern diejenige, die sich am besten an Veränderungen anpassen kann. Das fand ich sehr schön, weil also Organismus entwickeln sich Fähigkeit für die Umgebung und Organisationen sollen Kompetenzen entwickeln, neue Kompetenzen entwickeln, um sich anzupassen an die Umwelt. Und wenn ich denke an unseren Kunden, an uns als Firma, eigentlich an normal Konsumgüterfirma, die Veränderungen in den letzten Jahren haben sich sehr schnell beschleunigt. Und die passieren überall. Umwelt, Politik, Kriege, Technologie, ChatGPT, Pandemie, Märkte, Consumers und Arbeitnehmer. Und in meiner Tätigkeit am meisten, oder unsere Kunden am meisten sind wichtig, dass wir bleiben relevant für unsere Endverbraucher, dass wir schauen, welche Kanäle können wir gut vertreten und welche Technologie auch nutzen wir für Marketing und für E-Commerce oder für die Vertrieb. So, es gibt viele Veränderungen und ich wollte unseren Kunden helfen, sich anzupassen und zu schauen, wie sollen sie sich verändern und nicht Opfer der die Welt sein. So, ich gehe ein bisschen rein in diese Arbeitnehmer, also die Themen kennt ihr alle. Noch kurz, es ist schwierig, Talente zu haben. Das ist nicht nur in Deutschland. Ich habe mit unseren indischen Vertriebspartnern gesprochen, auch in Indien ist es schwierig, Leute mit den Kompetenzen, die wir brauchen, jetzt zu bekommen. Junge Leute und alte Leute, also meine Generation, haben andere Wertesysteme. Also sie sind komplett anders. Es war nicht so, als ich meine Arbeit angefangen habe, da habe ich mich angepasst an die Werte von meinem Vater oder die Generation von meinem Vater. Aber jetzt die neue Generation hat ihre eigenen Werte. Und was ich finde spannend ist, unsere Generation schützt die Information. Information ist für sie Macht. Und die neue Generation teilt die Information, glaubt an adaptives Lernen, demokratisiertes Lernen. Und das ist ganz interessant, aber kreiert auch Spannungen zwischen den Generationen. Mentale Gesundheit steigen schnell überall, bei allen Generationen und auch bei den Jungen ist auch stark das Thema. Und das ist auch, wir leben länger überall, nicht nur in Deutschland, auch in Afrika leben die Leute länger und kommt weniger Leute in den Arbeitsmarkt. So, die vier Punkte schauen die ein bisschen die Spannung in dem bei Arbeitnehmer. Und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit eigentlich. Diese Lage könnte eine sehr schöne Opportunität für uns sein.
Alan Watts, ich mag diesen Spruch, also er hat ein Buch darüber gesprochen, die Weisheit der Unsicherheit. Und das ist auch uns so, wie wir mögen zu sagen, ja, das ist VUCA, das ist, aber das bringt ein bisschen eine Weisheit drin. Und die einige Fakten deuten hin, es ist bewiesen, unser Kopf kann es nie alt zu lernen. Die jungen Leute mögen lernen im Job, und lernen und arbeiten hat einen sehr schönen Impact an mentale Gesundheit. Und die Multigenerationen, wenn sie zusammenarbeiten und eine schöne Stimmung haben, sie haben verschiedene Perspektiven und können kreativ sein. So, diese Fakten deuten hin schon an diese Gelegenheit, was wir alle in den 2 Tagen gemacht, eine Lernkultur. So, die Gelegenheit ist, eine Lernkultur zu schaffen, in der jeder ständig lernt und sich selbst, sein Team und sein Unternehmen an eine sich ständig verändernde Welt anpassen können. So, das ist eine Win-Win-Sache. Es geht nicht um die Organisation profitabler zu machen oder noch 1 Milliarden zu schaffen. Es geht um die Organisation zu helfen, sich zu verbessern, aber auch sich selbst zu verbessern. Und die Idee ist nicht neu. Also du sollst weiter lernen, solange es etwas gibt, was du nicht weißt. Seneca ist bekannt zu sagen. So, ich habe mir ein bisschen die Vorstellung gehabt, also dass eine Arbeitswelt, in der die Älteren sind nicht verbraucht, fühlen sie sich fit in den aktuellen Themen, und die jungen Leute sind gut integriert und bringen ihre beste Leistung. Und so kann eine Organisation Kompetenzen entwickeln, die gehen in die verschiedene Bereiche und helfen die Organisation besser anzupassen. Und die Frage ist, wie kann eine Organisation eine Lernkultur schaffen? Wenn wir glauben, dass Kultur für eine Organisation ist, gleicht eine Persönlichkeit für ein Individuum. Also wie kann es, alles hängt dann, ihr weißt, von der Umgebung oder die Entscheidungen, die wir treffen. Und bezüglich dieser Entscheidungen habe ich mich einen Bezug zu den Prinzipien bei ISP genommen und habe, ich will euch ein bisschen ein paar Beispiele geben, was ich probiert habe. Also erstmal für eine Lernkultur, ich finde, Schlüssel ist Leadership, Führung. Führung ist auf Augenhöhe und Kultur ist Chefsache, sondern findet sie nicht statt. Und der Chef soll auf Augenhöhe sein, sondern findet sich keine Lernkultur, weil der Chef weiß alles und er kann alles geben. Und oft die Führungskräfte wissen nicht oder ist ihnen nicht bewusst, dass sie nutzen ihre Machtposition unbewusst. Und ein Wendepunkt bei mir war, als ich ein Drehbuch hinzugefügt nach ESP in unsere Jurfix. Und das war ein einfaches Drehbuch. Wie geht es mir? Optional, weil manche ist für sie schwierig. Was beschäftigt mich? Wie helfe ich die anderen? Was beschäftigt mich? Wo brauche ich die Hilfe von den anderen? Wo sehe ich Gefahr oder Opportunität für die Firma? Und jeder sollte diese Punkte machen im Jurfix, 3 bis 5 Minuten. Und habe ich eingeladen, dass alle teilnehmen und nicht nur die Extravertierte und die anderen schweigen, sondern jeder sollte das machen. Und sehr schnell, es gab eine sehr schöne Stimmung im Team und einen sehr schönen kreativen Austausch. Alle haben sich eingeladen gefühlt und auch gespürt, dass sie als Mensch da sind und nicht nur als Leistungsträger. Das ist der erste Punkt, und in dem ersten Punkt habe ich im Nachhinein gedacht,
ich habe ein Verantwortungssystem, das Dürfen und Sollen geklärt. Also ihr dürftet und ihr solltet was beitragen zusammen. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, zu den Können und Wollen. Viele, nicht viele, aber auch einige, wollen nicht oder können nicht. Und es ist immer schwierig, die Leute außerhalb das Komfort von ihrer Tradition Aufgabe zu nehmen. So, hier muss man in Dialog gehen, aber es ist uns, man muss ihm bewusst, dass nicht alle werden den Weg gehen. Learning as teams and in teams, also das habe ich, wir haben den Fehler gemacht, als wir wollten, unser Marketing zu digitalisieren. Ich habe schöne Seminare besucht mit einem Kollegen, aber das Wissen war sehr schnell weg. Also ich könnte das nicht umsetzen. Es ist uns sehr gut gelungen, als wir selber probiert haben, einige Aufgaben zu nehmen und sie eingesetzt haben. Und es war auch uns ein bisschen herausfordernd, alle mitzunehmen am Anfang. Und das war also die beiden Punkte. Ich habe sie eingemischt hier. Also es war auch ein Learning. Ich habe gespürt, als wir einige Themen vorangebracht, ein Teil vom Team war nicht involviert und da gab ein Widerstand in der Sache. Nur als wir die Aufgabe, diese neue Digitalisierung von unserem Marketing zu nehmen als Team, war eine Energie im Team da. Integrating, also Lernen soll auch Teil der Kultur sein. Und ich finde, wenn wir als Führungskraft nur nach Zahlen fragen täglich, dann das ist eine klare Botschaft an das Team. Es geht hier nur um Zahlen und nicht um Lernen. Und ich bin der Überzeugung, dass Kultur ist auch ein bisschen dehnbar zu den Kunden auch. Ich habe was probiert bei unseren Kunden in Dubai und in Athen letztlich. Und wir als Lieferant, wenn wir unsere Vertriebspartner besuchen, haben wir implizit eine Führungsrolle. Wir geben die Richtung an, wir sagen, welche Produkte, welche Preise, na. So, diese implizite Führungsposition ist gespürt und führt ein bisschen manchmal zu defensive Haltung von den Kunden. Und letztlich, in meinem letzten Besuch habe ich einen Workshop von ISB genommen, vom Problem zur Lösung, vom Problem zum Ziel. Und ich habe das Team von dem Vertriebspartner gefragt, ihre Herausforderungen zu listen. Jeder sollte seine Herausforderungen listen und wir haben gemeinsam, also das war inklusive ich auch, und gemeinsam haben wir sie gespiegelt zu Zielen und dann zu einem Actionplan. Und so haben wir geschafft, wir waren beide auf die gleiche Seite und wir haben beide gearbeitet an die Lösung. Fehler sind Lernen, also man soll von den Fehlern lernen, das sagen sie alle, aber oft wir loben sehr schöne kleine Erfolge und die Fehler sind nicht gesprochen. Niemand will Verantwortung nehmen und sie sind unter dem Teppich gekehrt. Und das ist auch eine klare Botschaft, Fehler sind nicht erwünscht. Ich habe mich gedacht, als ich diese Präsentation vorbereitet, im Libanon haben wir nicht von unseren Fehlern gelernt. Also. Und weil das hängt auch von der Führung. Unsere Führung ist sehr verbunden mit Religion. Und Religion hat die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Sogar eine Partei heißt
Partei von Gott. Und Gott macht keinen Fehler. So, das ist die Schwierigkeit. Und hier eine gewisse Bescheidenheit zu sagen, ich habe Fehler gemacht und lass uns das lernen, fördert diese Lernkultur. Das kennt ihr auch, Prototyping statt glorifizierte Projekte zu launchen. Auch viele mögen diese große Tamtam über einige Projekte zu machen, aber ich finde, am besten ist, klein anzufangen, Erfolge zu schaffen und dann das zu skalieren. Und ich habe auch vom ISB gelernt, weg vom Event hin zu Prozess, was sehr gut hier. Achter Punkt finde ich auch sehr wichtig, vielleicht der zweite wichtig nach dem ersten. Lernen braucht Raum. Wir können nicht lernen, wenn wir ständig busy sind. Und in Wirtschaft, busy zu sein, ist ein Statussymbol auch. Also ständig E-Mails zu bearbeiten, ständig im Meeting zu sein, die nicht viel bringen. Und das bringt viel keine Möglichkeit zu lernen. Also man braucht einen gewissen Raum zu geben, und um diese Lernen zu schaffen. Und also von Sokrat habe ich Vorsicht vor der Unfruchtbarkeit eines geschäftigen Lebens. Zitat. So, dies sind die Prinzipien und ich finde, einige habe ich Fehler gemacht in der Vergangenheit und einige habe ich sehr schön implementiert nach ISB und nach einigen Trials. Und ich finde, wenn es gelungen uns, diese Ideen umzusetzen, dann schaffen wir eine sehr schöne Lernkultur. Und ich finde, die Vorteile ist, dass diese Lernkultur ist ein Gegenmittel gegen politische und Ego-Spiele. Und sie öffnet den Weg für Intuition und Kreativität, die dringend benötigt werden, um Wege für nachhaltiges Wachstum zu finden. Das finde ich top, wenn wir das schaffen. Und vielleicht, aber ist machbar. Also ich habe erfahren, das ist machbar. Und das ist eine gute Ergebnis. Und vielleicht, dann schaffen wir eine Aufwärtsspirale und nicht gefangen in diese Abwärtsspirale. Das war's. Dankeschön. Danke euch. Vielen Dank, Walid. Ja, wir haben einfach noch ein paar Minuten Zeit, Fragen zu stellen. Da kommen schon die ersten Reaktionen. Schön, Fragen zu stellen, Resonanz zu geben, mit dem Walid in den Dialog zu gehen. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich gedankenreichen und impulsreichen Vortrag. Ich habe eine Frage zu einem der letzten Statements oder zu dem zweitwichtigsten Punkt nach dem ersten, nämlich zu dem achten. Und zwar, wie kann ich in einer Organisation oder wie kann ich eine Organisation dazu bewegen, sich Zeit für Lernen zu nehmen, wenn sie es überhaupt nicht gewohnt ist? Eine kurze Frage. Ja. Also ich bin kein OE-Spezialist, aber ich habe versucht, von mir anzufangen. Und ich habe mein Team gefragt, bitte lass uns nicht Meetings machen Vormittag. Wir haben super Energie Vormittag, lass uns das nutzen für Deep Work, heißt das. Ihr kennt das vielleicht, das Buch. Und wir sollen diese schwierigen Themen bearbeiten und Fokus haben Vormittag, außer es geht nicht mit Teilzeitarbeit, und versuchen wir Nachmittag diese Meetings zu machen. Weil die Energie ist nicht gut aufgeteilt auf dem ganzen Tag. Und lieber schwierige Themen wie Lernen, so neue Aufgaben und Kompetenzen lernen, versuchen zu machen Vormittag. Ich habe gehört von Amazon, sie haben ein Verbot
Freitag-Meeting zu machen oder etwas so. Peter, ja. Also ich bin ganz angetan von der Musikalität deiner Rede und schwinge noch im Gesang deines Diskurses mit. Danke. Sehr danke schön. Dir. Dankeschön. Andreas? Weil das ist ja eher ein Vortrag, wo ich jetzt nicht groß Fragen habe, sondern sehr inspiriert bin und total schön, wie du da deine Hintergründe einbringst. Ich fand es ein wunderbares, spannendes Beispiel, weil du es auch immer wieder sehr konkret gemacht hast, wie ISB, Kultur, das, was ich ja auch wir da gelernt haben, in einem ganz konkreten Verantwortungsbereich dann wirkt und sich auswirkt. Was mir total gefallen hat und mich wieder mal daran erinnert hat, wie Drehbücher, ja, verwendet das, was zwei schöne Situationen erzählt, wie Drehbücher dazu verhelfen, auf Augenhöhe zu kommen. Sodass du nicht Führungskraft bist und dein Team, sondern ihr alle habt die gleichen Fragen, ihr alle habt die gleiche Zeit gemacht. Ihr wundert, ich glaube, das ist wirklich auch ein Schritt Kultur verändert, auch in einer normalen, hierarchischen Organisation. Also einfach vielen Dank. Danke dir. Ich muss zugeben, dieses Drehbuch war richtig ein Wendepunkt bei mir. Mhm. Am Anfang war, als ich das vorgestellt habe, das Team hat sich die Augen öffnen und so. Sie waren nicht sicher. Und ich hab vorgeschlagen, dass ich anfange. Und das war Corona-Zeit eigentlich. Und ich habe gesagt, wie es mir geht. Also ehrlich war ich. Ich habe angefangen, mich selbst zu öffnen. Und da hat die Stimmung sehr schnell geändert, weil ich habe mich geöffnet und als Mensch da und nicht als Chef. Gerne, Andrea. Ja. Julius und dann ich habe noch Andrea das. Schon. Ja. Julius? Auch weniger eine Frage, mehr Resonanz. Was ich schön finde, ist, beziehungsweise was ich mir gedacht habe, ist, dass die Einteilung in Jung und Alt so einfach ist und ich es eher eine Haltungsfrage finde, wie man sein Wissen teilt, was du ja jetzt auch einfach gerade getan hast, dass es, dass ich den Eindruck habe, hier befinden sich viele MultiplikatorInnen im Raum, die ja letztendlich das auch auflösen können und dieses Wissen vermehren, wie es auch im ISB-Kultur ist, einfach mit Open Source, hier habt ihr es, macht was draus, fand ich einfach schön, dass du eigentlich da Beispiel dafür bist, wie einfach es ist, Wissen zu teilen. Ja. Danke. Andrea. Ich würde gerne das verbinden, was du gerade und ich habe deinen Namen, kann man in der Organisation das dann fördern, dass Führungskräfte den Raum freimachen. Und ich glaube, das, was du, Walid, jetzt einfach gemacht hast, ist genau das, wie es geht. Das heißt, er hat es einfach gemacht. Er hat mich gefragt, weil der Frage kriegt Antwort. Nee, in dem Moment, wo du gefragt hättest, hättest du Antwort bekommen, dann hätte bestimmt irgendeiner gesagt, ey, das wird zu aufwendig. Und deswegen glaube ich bei sowas einfach, wenn die richtigen Gedanken da sind, im Team, in deinem eigenen Team hast du die Möglichkeit, das selber zu gestalten. Und wenn es gut läuft, gibt es mehr Führungskräfte, die das gut finden. Und so kann sich auch eine Organisation entwickeln. Also einfach selber den Raum, selber erkennen, dass ich nicht auf oben warten muss, dass die mir den Raum geben, sondern den eigenen Raum erkennen, den jeder von uns ja irgendwie auch hat. Danke. Ja. Markus? Oder? Ja. Okay. Okay. Ja, ich hatte verstanden, dass der Impuls kam durch den Start deines Sohnes beim Startup. Konntest du auch mal in Resonanz gehen mit deinem Sohn, wie er zu den ganzen Ideen und der Haltung steht? Und kann er was für sich mitnehmen, wie war seine Welt? Ja, also ich war. Ich habe vorher einen Artikel geschrieben
und veröffentlicht im Internet. Und ich habe ihn gefragt, ob es ihm okay ist, wenn ich ihn erwähne. Und er, ja, passt sehr gut. Also, das war gut. Und er hat das mitgeteilt in seiner Firma. Und, er hat mir auch geschickt, später eine Präsentation, in der er präsentiert zu seinem Kollegen, wie er seine Arbeit macht. Mhm. So, die Idee ist schon, bei diesem Startup ist reif auch. Mhm. Toll. Markus? Spannend finde ich immer diese Generationendiskussion, wenn ich so dir zuhöre. Es gibt eine coole Homepage, HR-Datenliebe. Hat einer gut analysiert, und spannenderweise auch unser Personalmagazin, dass es das gar nicht so gibt, diese Gen Z, ob das nicht mehr Marketing ist, als dass das wirklich existiert. Wenn ich auf uns gucke, wenn ich jetzt auf dich gucke und auf deinen Sohn und euch beide begleiten würde, und wenn ich auf uns beide gucke, wir sitzen 20 Jahre Differenz dazwischen. Mhm. Und dennoch sind wir gemeinsam hier, sind in unterschiedlichen Rahmenbedingungen aufgewachsen, und ich glaube, es ist mehr Haltung. Ja. Mhm. Und auch eine eigene Lernphase, ob ich auf Augenhöhe führe oder nicht. Und das ist egal, ob ich 70 bin oder 25. Mhm. Und da würde ich schon auch uns immer wieder, guckt da gut hin. Also schiebt nicht irgendwelche Youngsters irgendwo hin und schiebt uns auch nicht, jetzt sind wir noch nicht so alt, aber wer weiß, irgendwo hin, sondern seid da, also ich glaube, die innere Haltung macht es, habe ich da Lust drauf, eine Lernumgebung zu schaffen, mit egal wem da ist. Und wenn ich auf euch beide hier neben mir gucke, Young Talents gerade beide Programme hier zu betreiben und dann die Jungen mitzunehmen. Und wir sind Vorbilder und da erlebe ich dich. Und da vielleicht ein bisschen als Gegenrede auch zu dem Bild, was ich da von dir gesehen habe. Ja, also ich muss zugeben, auch also persönlich glaube ich, dass bei der älteren Generation es muss was gemacht. Wir erleben viele Fälle, wo die Leute nicht wohlfühlen, nicht up-to-date sind mit den Themen, gesundheitlich sind nicht gut. So. Und es soll nicht so sein. Früher hieß, du musst viel arbeiten, du musst stark arbeiten, bis du ein glückliches Leben hast. Aber das gilt nicht mehr. Also, und man muss eine neue Denkweise entstehen. Und es braucht zwei. Es braucht, dass die Kultur fördert das und dass die Leute ihre eigene Verantwortung auch nehmen und sich für sich verantwortlich sein. Okay, dann Walid, nochmal vielen, vielen Dank. Das war eine wunderbare Abrundung. Danke.